Wir sind fast jedes Jahr in Skandinavien unterwegs. Am liebsten möglichst weit im Norden und das so lange wie möglich. Aber irgendwann muss man auch wieder nach Hause. Das soll dann möglichst schnell geschehen, soll aber auch Pausen enthalten, bei denen der Urlaub so langsam ausklingen kann. In diesem Video zeige ich euch unsere Lieblingsplätze und Interessantes sozusagen vom Wegesrand. Die Koordinaten dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und damit herzlich willkommen bei den WOMO. Wir sind noch weit im Norden von Schweden und lassen unsere Rückreise in Arvidsjaur im südlichen Lappland beginnen. Enden wird sie dann im Fährhafen in Malmö. Beginnen wir südlich von Arvidsjaur an einem unserer Lieblingsplätze. Von Arvidsjaur zu dem Platz am Skellefteälven sind es nur 50 Kilometer. Gleich hinter der Brücke über den Fluss geht es rein. Es ist eine große Sandfläche mit mehreren Stellmöglichkeiten direkt am Wasser. Windschutz mit Lagerfeuerstelle ist vorhanden, Holz muss man mitbringen. Baden geht natürlich auch und ausgedehnte Bootstouren sind möglich, sofern man ein Boot mit hat. Radtouren über Sandstraßen bis Adak oder rund um den Stausee oder auf der wenig befahrenen Hauptstraße 20 Kilometer bis nach Malå bietet sich auch an. Und bestimmt kommen auch Rentiere vorbei, die sich mitten auf der Sandfläche sonnen. Aber beachtet, es gibt keine Ver- und keine Entsorgung. Und bitte, nehmt euren Müll mit und hinterlasst keinen Unrat, damit uns der Platz noch lange erhalten bleibt. Das gilt natürlich nicht nur für diesen Platz, sondern immer und überall. Bis zum nächsten Übernachtungsplatz, dem Naturcampingplatz Gubhögen, sind es etwa 350 Kilometer. Das ist nicht der Platz, den wir so oft anfahren, aber wir hatten uns dort mit Freunden verabredet. Vor vielen Jahren waren wir schon einmal hier und da hatte es uns nicht so gut gefallen. Aber diesmal ist alles okay. Der Platz ist kostenlos, aber eine Spende wird nicht nur erwartet, sondern ich denke, die ist auch angebracht und sollte unbedingt gegeben werden. Es gibt Trockentoiletten, Müllentsorgung und Quellwasser. Und einen Sack Holz für das Lagerfeuer kann man für 100 Kronen kaufen. Bitte beachtet, Kassettentoiletten können nicht entsorgt werden. Unser nächstes Ziel liegt südlich von Orsana. Vorher legen wir aber einen Zwischenstopp in Strömsund ein. Den Einkauf erledigen wir in Östersund. Bei Brünflo fahren wir auf die Waage und tanken in Orsana. Der Bygdegård von Strömsund, genauer das Café Tomten auf dem Gelände des Bygdegård. Hier haben wir ein hervorragendes Dagens, also ein Mittagsbuffet bekommen. 109 Kronen pro Person für Rentner, aber auch der Normalpreis ist mit 129 Kronen okay. Und ein Besuch im Ausstellungsbereich lohnt auch. Wenn euch das Video gefällt, wäre es schön, wenn ihr auch den Kanal abonnieren würdet. Das kostet nichts. Noch ein Like dazu und über nette Kommentare freue ich mich ganz besonders. Hier noch ein Hinweis: Die Koordinaten und die interessanten Dinge vom Wegesrand findet ihr in der Videobeschreibung. Doch jetzt weiter. Üblicherweise kaufen wir in Östersund ein. Von der E45 bis zum IK Maxi sind es nur ein paar Kilometer und danach sind wir wieder schnell auf Strecke.
Bei Brünflo gibt es eine Waage, die man kostenlos in jeder Zeit benutzen kann. Als wir da waren, wurde trotz leerer Waage ein relativ hoher negativer Wert angezeigt. Aber mit ein bisschen Rechnen haben wir unsere Werte ermittelt und alles im grünen Bereich. Tanken muss man auch irgendwann. Bei uns passt das meistens in Ossana. Die Tankstelle hat relativ günstige Dieselpreise und oft legen wir hier auch eine kleine Kaffeepause ein. Kurz nach dem Abzweig Richtung Klöfsche haben wir zufällig diesen Platz gefunden, der zum Glück noch in keiner der bekannten Apps verzeichnet ist. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Nach einer ruhigen Nacht geht es weiter. Eine Kaffeepause in der Steenüngsbäckerei in Klöfsche ist fest eingeplant, bevor wir unser heutiges Ziel, den Naturcampingplatz Muset bei Klischöberg am Svegsjö, erreichen. Wir fahren mitten durch das Wintersportzentrum. Es geht immer bergauf und bergab. Und stellen fest, die Steenüngsbäckerei hat heute geschlossen. Nach einem kurzen Blick in das Geschäft auf der anderen Straßenseite geht es weiter. Vorbei am Skizentrum Wemdalskalet nach Wemdalen. Noch eine gute Stunde Fahrt und wir biegen bei Klischöberg zum Naturcampingplatz ab. Die Ausstattung, Trockenklo, Müllentsorgung, Bootsverleih und Angelhinweise. Für die Kassette der Wohnmobiltoilette gibt es keine Entleerung. Und bitte, die Kassette nicht in die Trockenklos entleeren. Trinkwasser, Duschen und WCs gibt es in dem etwa 1 Kilometer entfernten gelben Haus. Und das ist im Preis von 100 Kronen pro Nacht enthalten. Der Bereich auf der anderen Seite der Brücke gehört auch zum Campingplatz. Noch ein Tipp für eine Radtour. Einmal rund um den Svegsjö mit einer Pause im Café Sineast in Sveg. Das sind dann etwa so 60 Kilometer. Übrigens, für die Tipps zu den Einkehrmöglichkeiten habe ich keine Vergünstigungen bekommen. Und wir haben alles für den üblichen Preis gezahlt. Vor der Abfahrt haben wir uns dann noch im gelben Haus mit Wasser versorgt. Die nächste Etappe führt uns zum Svartelven.
aber vorher wird in Mura am Siljansee eingekauft. Gleich hinter Sveg haben wir diesen Langholz-LKW überholt, der offensichtlich Probleme mit den Bremsen hatte, denn die haben mächtig gequalmt. IK Maxi in Mura, unsere Standard-Einkaufsstelle, wo wir schon die Dinge einkaufen, die wir mit nach Hause nehmen möchten. Und dann gibt es hier auch das leckere Softeis, Milk Glass. Diese Portion für 25 Kronen. Auch das ist Tradition. Im Zentrum von Mura wird immer noch umfangreich gebaut und auf der Umleitungsstrecke ist viel los. Und dann ein ganz ungewohntes Bild. Wir werden von einem zivilen Einsatzfahrzeug in Alarmfahrt überholt. Wir freuen uns schon auf unseren Lieblingsplatz am Swartelven, dicht bei einem kleinen Staudamm, an einer Umtragestelle für Kanadier und Kajaks. Aber offensichtlich haben hier zu oft Wohnmobils gestanden und sich zu breit gemacht, sodass auch hier buchstäblich Steine in den Weg gelegt wurden. Aber wir kennen noch weitere Plätze ganz in der Nähe. Zum Beispiel diesen hier. Doch der ist schon belegt und die noch freie Fläche ist recht schlammig. Also müssen wir wohl noch weiter suchen. Auch hier ist es schon recht voll. Aber wir finden noch ein kleines Plätzchen. Ein Plumpsklo ist vorhanden, sonst nichts. Aber tolle Radtouren kann man auch von hier aus starten. Als nächstes ein kleiner Einkauf in Philippstad und dann zum Hornburger Schö, wo sich im Frühjahr zehntausende Kraniche einfinden. Weitergefahren sind wir eigentlich nur, weil es am Regnen war. Warum sollte man einen ganzen Tag bei Regen im Wohnmobil sitzen? Bei Regenwetter ist auch ein Einkauf kein Vergnügen. Aber was man nicht so oft findet, es sind extra für Wohnmobile ausreichend große Parkplätze vorhanden. Am Swartelven sind wir recht spät gestartet und so kommen wir dann auch erst gegen 18.30 Uhr am Hornburger Schö an. Und es war extrem stürmisch. Ein schöner Parkplatz, wo man für 150 Kronen mit dem Wohnmobil stehen darf. Stromsäulen sind vorhanden, genauso wie Toiletten, die kostenlos benutzt werden können. Der nächste Morgen ist kalt, aber es weht fast kein Wind mehr. Wir schauen noch kurz in den Naturrühm und gehen raus zu dem großen Vogelbeobachtungsturm. Auch im Spätsommer gibt es noch viele Vögel zu beobachten. Man kann aber auch auf dem Pilgerpfad wandern oder mit dem Fahrrad unterwegs sein. Jetzt noch kurz auf die Kranichbank setzen.
Hier hat sicher auch Kronprinzessin Victoria gesessen, als sie in 2017 hier war. Und darauf weist eine Erinnerungstafel hin. Schließlich brechen wir zu unserem letzten Übernachtungsplatz in Schweden, zum Sandschön südlich von Jönköping auf. Es sind nur etwa 120 Kilometer, sodass am Nachmittag noch Zeit für Entspannung und eine Radtour bleibt. Es gibt eine Toilette am Badeplatz und einen großen Mülleimer. Nach der Radtour nach Vaggeryd hatten wir dann noch einen stimmungsvollen Abend zum Abschluss. Für den letzten Tag in Schweden bleibt nur noch die Fahrt zur Fähre. Wenn wir gut in der Zeit sind, halten wir in Löddeköpinge für die allerletzten Mitbringsel und dann nach Malmö zum Finnlines Fährhafen. Wir versuchen möglichst früh, so zwischen 8 und 9 Uhr zu starten. Noch schnell den Müll entsorgen und dann geht's auf die E4. Hier bei Ljungby wird schon seit mehreren Jahren gebaut und die Umfahrung der noch nicht fertigen Brücken war unangenehm. Aber wir hoffen, dass in 2025 oder spätestens 2026 die E4 durchgehend vierspurig fertig ist. Auf der E6 zwischen Helsingborg und Malmö herrscht reger Verkehr. Und nach den freien Straßen in Nordskandinavien müssen wir uns so langsam an die heimische Verkehrsdichte gewöhnen. Da wir gut in der Zeit sind und unseren vorgehaltenen Puffer nicht nutzen müssen, fahren wir in Löddeköpinge zum Einkaufszentrum ab. Die allerletzten Kleinigkeiten und etwas Reiseproviant für die Fähre ist eingekauft. Und um 13.30 Uhr sind wir am Fährhafen. Check-in ist ab 14 Uhr. Die Fähre startet um 16 Uhr. Und es wäre schön, möglichst früh an Bord zu kommen, die Kabine zu belegen und nachzusehen, ob es sich lohnt, ins Restaurant zu gehen. Wir haben Glück. Schon vor 15 Uhr geht's an Bord. Damit das Gefrierfach während der 9 Stunden Überfahrt nicht auftaut, haben wir auch Strom gebucht. Das kostet 5 Euro und ich denke, das ist okay. Wir waren essen. 16 Euro pro Person. Qualität, sagen wir mal, okay. Oder Preis-Leistung akzeptabel.
dann die Ausfahrt aus dem Hafen und von Deck aus die Fahrt unter der Öresundbrücke hindurch beobachtet. Ein Frachter, den unsere Fähre überholt. Es ist sehr windig an Deck. 9 Stunden Überfahrt in die Nacht hinein liegen vor uns. Wir ziehen uns in unserer Kabine zurück. Um 1.15 Uhr werden wir in Travemünde ankommen. Dann noch 15 Minuten bis zu unserem bewährten Übernachtungsplatz fahren und morgen sind wir wieder zu Hause.